Es ist Krieg, Krieg in der Ukraine. Und ich rufe euch, liebe Schwestern und Brüder, ich rufe alle Christen auf, zu beten, Friedensgebete zu halten. In den Gottesdiensten werden wir in den Fürbitten beten miteinander. Lasst es uns tun. Sonntagabend ruft die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zu ökumenischen Friedensgebeten auf. Sie finden Gebete an vielen Stellen, auch im Netz, und sind eingeladen mitzubeten, auch auf der Seite unserer Landeskirche. Wer kann, den lade ich am Sonntag um 13 Uhr ein, mit zur Siegessäule zu kommen. Dort wird eine große Demonstration stattfinden unter dem Motto Stopp den Krieg, wo sich die Menschen verbünden, die für den Frieden eintreten und auch den Krieg jetzt in der Ukraine nicht als einen Punkt sehen, weiter aufzurüsten oder auf Waffen zu setzen, sondern die Menschen zum Frieden rufen. Und daran sind wir uns einig mit den vielen Menschen auch in der Ukraine und in Russland. Stopp den Krieg. Beten Sie mit. Seien Sie dabei.